So, hallo und herzlich willkommen zurück hier beim neuen Part von Let's Play Flight Simulator X. Wir werden heute den Flug von Nürnberg nach Frankfurt noch einmal probieren. Ich habe schon alles eingestellt, also im Sinne von die Flugroute. Ist ja auch nicht wie so am Stellen, wie ich das mache, ne? Einfach im Flugplaner angeben. Passt das? Relativ lange Strecke, letztes Mal unser Spiel abgeschmiert, wie wir uns erinnern. Etwas suboptimal, aber passt schon. Dann werde ich noch kurz den Autopilot einstellen. Ich habe eine Reiseflughöhe von 50.000 Fuß, habe ich mir gedacht. Ich denke, das sollte passen. Könnte etwas fies sein, aber wenn es durch ist, dann wird das schon passen. Wir fliegen mit 250 Knoten. Ich weiß nicht, ob das so viel ist, aber ich kann das alles im Nachhinein noch korrigieren, also passt alles so. 345? Hört sich gut an. Die Höhe. Wir fliegen auf 15.000. So. Dupdi-dupdi-du. 15.000. Dann. Upsala. Okay. Hier haben wir den Anschalter. Hier haben wir den Anschalter für Speed und hier für Altitude als Höhe. Das ist der Kurs. Das ist Steuerkurs, ja, das ist ein anderer Kurs. So, dann mach ich mal die Navs rein. Oh, spinnt der kleine Zeiger da unten rum. Okay, einfach weil er Lust zu hat. Das ist krass. So, ich werde gleich ansprechen, wenn wir oben sind, warum so lange es hier gekommen ist. Ich denke, es kann sich jeder schon denken, aber ich weiß nicht. So, Vorbereitung für den Start. Triebwerke laufen. Gut. Funktioniert das? Jo. Ich weiß das nie bei meinem Joystick. Der meckert manchmal ein bisschen rum. Das, haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten. Nein! Scheiße. Ich sag's einfach so, wie das ist. Dann gucken wir kurz. Oder? Haha. Wartet hier. Haben wir doch. So ein Teil. Sehen wir irgendwie die Strecke drauf? Ich glaube nicht. Ich guck mal kurz ins Cockpit. So, und ich bin jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr geflogen, also seitdem ist das Video nicht mehr. Jo. Wir fliegen auf 300. Das dürfte passen. Ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gedreht. So. Außerdem muss ich gucken, vielleicht gibt es demnächst schon wieder ein neues LP. Das liegt einfach dran. Also Flugsimulator wird auf jeden Fall weitergehen, weil das Spiel zwarmäßig geil. Das Problem ist, das kann jetzt auch niemand sagen, dass es nicht so ist. Nach einiger Zeit verliert das einfach einen Reiz, weil, ne, es gibt halt nichts mehr Neues. Man fliegt halt einfach nur natürlich längere Strecken, bla bla bla. Und man fliegt einfach nur, es gibt halt natürlich immer wieder schwierige Anflüge oder mal andere Sachen. Aber, ne, ist eben nicht so das Wahre, auch für YouTube. Es kommt zwar relativ gut an, meiner Meinung nach, aber es geht besser. So, hier haben wir eingestellt. Passt. Was ist denn? Haben wir hier nicht? Ach, scheiß drauf, ich drücke dann irgendwelche Knöpfe. So, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das sind die Stockklappen, sagst du? Komm. Sei brav. Hö? Schnatzen? Komm, hier hin. Mit denen kann ich ganz bestimmt nicht fliegen, das ist unmöglich. Dann werde ich mich da auch gleich können, dann fahre ich jetzt mal die Landeklappen etwas aus. Was passiert, wenn man irgendwo. Achso, machen wir die Parkplätze gerade rein. Wir nicht wegrollen. So. Jo. Okay. Ich glaube, jetzt würden wir hier irgendwas machen müssen. Ich gucke mir jetzt erstmal das Flugzeug an. Kenne ich nicht. Ich glaube, das war da eigentlich das, was wir letztes Mal genommen haben. Als wir den Flug schon mal versucht haben. Jo. Dann, was ist das hier? Okay, das ist Funkgerät. Lichter. Turbolichter. Wo sind die Hebel für die Lichter? Hallo? Lichter? Nee, irgendwie ja nicht, ne?
Geht gleich los, wirklich. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, Anti-Eis brauchen wir nicht. Da, wartet mal. Kann das sein, dass ich mich vertan habe? Nein. Ich dachte gerade, wir hätten ein Propellerflugzeug. Dann hätte das mit den 50.000 nämlich ganz anders ausgesehen. Gut. Ich gehe wieder ins virtuelle Cockpit. Was haben wir denn hier? Das gleiche, was wir hier haben wahrscheinlich. Aber was sind die Lichter? Ich brauche doch Lichter. Ich könnte hier dunkel fliegen. Das macht mir doch Angst. Oh ja. So. Sieht schlecht aus. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Weil ich die. Ich werde es aber versuchen. Und zwar, wenn wir jetzt starten. Wir merken gleich, ob das uns. Irgendwie ist das Fahren in der. Fliegen. Wir fliegen, genau. Nicht wir fahren. In der Dämmerung. Mal gucken, ob wir erst nachts ankommen. Das merken wir dann. Genau, so weiß ich jetzt nicht. Vielleicht steht hier irgendwo. Da ist das die. Okay, 75 Uhr wird es nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann starten wir. Der startet natürlich wie immer manuell. Danach, ja, ne, den Autopilot reinhauen. Ist ja ein großes Flugzeug. Oh Gott, die Landebahn wird doch nie, Startbahn wird doch nie reichen. Ne? Ich schalte den Flugsimulator an, ne? Und mache mir schon gleich wieder Sorgen, damit die Lande, Start, Alter, ne? Ist alles das gleiche, Lande-Startbahn nicht reichen wird. So, jetzt müssten alle zufrieden sein, hoffe ich. Gut. Das liegt, glaube ich, echt an den Störklappen. Die können nämlich echte Probleme machen. Gut. Oh, wir heben von. Lol, wie schnell sind wir denn bitte? Okay, ich hatte, ganz im Ernst, ich hatte ein total anderes Geschwindigkeitsgefühl. Aufpassen, die Triebwerke, die nicht überlastet werden. So, du kippst mir jetzt nicht um. Was war das? Jetzt geh hoch. Was ist das? Genau. Wir nehmen mal 1000 Fuß pro Minute. Ne, 2000. Dürfte passen. Gut. So, jetzt macht der Autopilot alles so. Warum nicht so lange gekommen ist? Ich denke, es dürfte sich jeder. Es dürfte jeder wissen, ne? Warum plötzlich ab dem Release-Tag von GTA 5 nichts mehr kommt. Ja, ne, ich habe GTA 5 gezockt, für alle, die es mir nicht glauben hier. Wait a second, it must lading. Oh ja, GTA 5 eben, ne? Dann heute gleich vielleicht. Was hast du GTA 5? Wait a second, please wait a second. So, da wurde Trevor gerade überfahren. Ich weiß nicht, wo man das gehört hat. Wenn nicht, dann hat man jetzt den Controller gehört, den ich. Unacht haben wir in die Ecke geschmissen, mein Bein nicht erst noch hingelegt, aber es hat irgendwie trotzdem laut. So. Ich wollte gucken, was das macht. Am Flugkurs. Brauchen wir nicht. Dann werde ich mal kurz ins 2D-Cockpit gehen und mal ein bisschen wieder zur Flugsicherung quatschen. Was die zu sagen haben. Jetzt habe ich vergessen, mir Starter. Alter. Vergessen, mir Starterlaubnis zu holen. Scheiß drauf. Ich hätte gerne jetzt ja nichts zu kaufen. Wir brauchen EDDF. 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 Ist ja noch nicht. Wir müssen warten. Gut. Dann werden wir jetzt virtuelle Cockpit gehen, wo erst alles laden muss. Das war aber das erste Mal, wo das länger laden muss. So. Die sind von allein wieder rein. Das finde ich hammäßig geil. Die Klappen kommen wieder rein. Das Fahrwerk kommt rein. So. Funktioniert auch alles. Können wir jetzt schon sehen. Ich muss jetzt eigentlich dann gleich stehen, damit das drin ist. Genau. Genau. Wir werden das natürlich überprüfen. Ich denke mal, das war jetzt, dass das ausgeht. Jetzt ist es drin. Das Zeichen jetzt ist drin, aber. Sieht auch alles gut aus. Wir haben keine Probleme mit dem Fahrwerk. Ist gut. So, was ist das denn? Triebwerksteuerelemente. Ach, okay, das ist das. Fluggruppe ist das. Oh, ich habe die Lichter gefunden. Jo, etwas spät, aber scheiß drauf. Gut,
So schlau wie ich bin, habe ich natürlich ein Gesprächsthema ausgesucht. Nicht. Ich kann mal hier den Fluss der Uhr suchen. Was wir rausgefunden haben, das hier ist sie nicht. So, was haben wir denn hier? Das ist nicht Uhr. Nicht Uhr, nicht Uhr, nicht Uhr. Das ist. Was ist das denn? Ist das ein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Höhenmesser. Das ist dieses blaue Ding da. Ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff. Das ist der Fahrtmesser, okay. Und das ist. Steht der Fachbegriff da? Hat keinen Bock. Ich meine, der Flugsimulator hat auch nicht immer Lust. Gut. Und das ist. Ach, okay, das ist anscheinend so eine Art Stoppuhr. Kommt mir so vor. Hier hätten wir noch Lichter, aber die kann man leider im normalen Effekt nicht machen. Ich muss ja mal gucken, ob ich irgendwelche hochwertig krassen Flugzeuge runterlade. Jetzt gekauft, die guten sind ja meistens kostenpflichtig. Damit ich. Oh ja, viel Flugverkehr. Mal der großen Boeing hier zugucken. Hat schon was. Wo war ich hier denn? Scheiße, ich hab's vergessen. Yay! Was macht die Boeing da? Links, rechts, links, rechts. Okay. Hihi. So, hier. Sieht auch gut aus, nein. Versuch es mal irgendwo, was ist eine coole Ansicht zu finden. Ist doch schön, oder? Ja, finde ich gut. Wüsste ich jetzt die Screenshot-Taste, könnte ich einen Screenshot machen. Weiß ich aber nicht, oder? Bitte Flugzeug stürzt sich ab. Es ist nichts passiert. Ich werde dann später nachgucken, ob es funktioniert hat. Wenn ja, dann habt ihr ein schönes Thumbnail, wenn nicht, dann habt ihr eben keins, ne? Das merkt ihr dann schon. Oder ich vergesse es einfach oder bin faul und ihr habt dann irgendwie doch keins. Dann schiebe ich es aber auf das Bild. Jo. So, welche Stadt haben wir unten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, da hinten ist ein Berg. Hier, der große Fleck da. Das ist Nürnberg. Hier gibt es doch ein paar kleine Städte. Könnt ihr mal ran zu und gucken. Ne? So sehen wir mal, die Detailgenauigkeit ziemlich hoch hat. Dann kann man noch aus so einer Entfernung irgendwelche kleinen Häuser angucken. Und die Maus ist. Alter, ist die empfindlich, ne? Jetzt kann man überhaupt zu. Wie weit kann man da denn bitte zoomen? So. Erstmal Mausradception. Oh, das ist eine Straße. Krass, eine Straße. Habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Okay, das ist eine Stromleitung. Krass. Ui, Flugzeug. Ich hab vergessen, wo ich hin wollte. Scheiße. Oh. Ich hab vergessen, auf Kurs zu gehen. Scheiße. Wir sind ziemlich auf Kurs. Wir müssen etwas weiter rechts. Mal kurz hier. Komm. Sind wir auf Flughöhe? Jo, wir sind oben. Jo, wir werden auf jeden Fall auch mit größeren Flugzeugen spielen. Jo, aber allerdings dann auch. Ja, also. Wenn wir mal größere Flugzeuge spielen, dann fliegen wir auch höher. Das wollte ich ja nicht sagen. So, wieder hier. Einschalten. So, am Navi wird uns das natürlich schon angezeigt hier. Das sehen wir auch. Fliegen nach EDDF. Jo, das ist die Kennung von Frankfurt. Weiß ich inzwischen auch nicht, das habe ich oft genug gehört. EDDN habe ich mir eingeprägt, weil ja, Nürnberg so mein Hauptflughafen ist, sage ich mal. Ne? Ja, wohne ich eben nah dran. 50 Kilometer geht. Also an Nürnberg, nicht am Nürnberger Flughafen. Sind wir schon nochmal 5 Kilometer mehr oder so. Ist ja nur 45, ich geb's dazu. Scheiß drauf. Die 5 Kilometer, kann man drauf scheißen. Oh ja, und zwar so eine richtig schön lange Kackspur drauf machen. Nicht wundern, das war mit Stuhl, der gerade gequetscht hat. Gut. Wir werden warten, bis wir auf der Linie hier sind. Und dann. Jo. Etwas nach links drehen, damit wir auf der Linie fliegen. Und irgendwie bringt mir das hier vorne gar nichts.
Baum. Das musste ich jetzt einfach mal gesagt haben. Ich meine, das ist eben was Wichtiges, ne? Das ist intellektuell wichtig. Jo. So, was ich noch kurz ansprechen kann, ob jetzt wieder öfter Videos kommen, das kann ich euch nicht versprechen. Ne? Ich meine, ich habe jetzt gerade mal Bock gehabt, was aufzunehmen. Ich meine, ich, boah, ne? Ich sag euch, ich spiele nur noch GTA 5. Ihr könnt mir das nicht glauben. Ich spiele so viel GTA 5, ne? Das ist schon fast krank. So. Das wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern ich schaue gerade auf die Uhr und merke, sie ist schon scheiße spät und ich muss Hausaufgaben machen. Scheiße. Na okay, da scheiße ich jetzt einfach mal drauf, die mache ich dann später, wenn ich den Flug zu Ende habe. Gut. Ja, ne? Aber das war jetzt doch ganz interessant, oder? Ja, finde ich auch. Find ich auch. Mal gucken, wie schnell wir vorankommen. Wir kommen aber krass schnell voran. Da werde ich dann auf 10.000 gehen. Aus dem Grund. Weil ich sonst bei 15.000 wahrscheinlich zu hoch wäre, wenn ich zu spät merke, dass wir schon nah dran sind. So, ab hier werden wir jetzt gucken und hier einstellen. Ein bisschen weiter rechts fliegen. So, damit ich schneller hier drauf komme. Und dann auch gleich ganz langsam zurückdrehen. Immer so. Grad für Grad. Ganz langsam. Badum Tisch. Jo, ne? Das musste auch mal gesagt werden. Aber weil ich es kann, ne? Einfach, ich kann es nämlich einfach, ne? Ja, ist klar. Ne? Jo, ne? Finde ich auch. Langsam, Grad für Grad, schneller. Müssen mehr. 92. Scharfe Kurve. Gut. Ich habe gerade die Linien auf dem GPS verstanden. Ist gar nicht so schwer, dich zu verstehen, wenn man weiß, wie es geht. Na. Noch etwas weiter. Und wir sind auf Kurs. So, das passt jetzt. Ne, das werde ich jetzt einfach mal offen lassen. Ich meine, schon passen, wenn ich jetzt die Ansicht habe, oder? Ist nicht so schlimm, oder? Ist nicht so schlimm. So, einfach damit ich hier sehe, wenn der Flughafen kommt und nicht runtergehen muss. Damit wir nicht zu spät runtergehen. Sonst könnte das halt ziemlicher Sturzflug machen, geben und das wäre nicht so schön. Ne? So, worüber ich reden wollte, bin ich gerade, kann ich mir versprechen. Ich meine, ich hatte jetzt gerade kurz die Eingebung. Nee, ich hatte einfach mal kurz Bock, jetzt aufzunehmen. Ja, ne? Das hat jetzt nicht irgendwie zu tun, damit ich endlich wieder ein Video machen wollte. Ich meine, dürft ihr nicht alle wissen, ich mache die Videos zum Spaß, ne? Ich mache die jetzt nicht irgendwie, weil ich 50 Milliarden Abonnenten erreichen will. Erstens, weil ich das nicht erreichen werde. Und zweitens, weil es ist größenwahnsinnig. Okay. So, damit wir das Thema geklärt hätten. Gut, ich werde mal noch kurz zur Flugsicherung gehen und gucken, ob ich Hamburg hier drin habe. Frankfurt. 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 Doch, ob ich Gorka Frankfurt drin. Dann machen wir mal das rein. Flugwegverfolgung? Morgen, Approach Bombardier Juliet. Was ist denn? 068 X-ray, this type Bombardier Learjet 2 miles southwest of Echo Delta Golf Hotel. Request flight following. Bombardier Juliet Alpha 068 X-ray, Morgen, Approach Squawk 175. Nein, ich will nicht anfliegen. Squawk 1757, Bombardier 68 X-ray. Bombardier 68 X-ray radar contact 4 miles west of Echo Delta Golf Hotel. Ich werde nicht hier landen. Ich werde es dann bei Frankfurt machen, damit die mir sagen, wo ich landen muss. So, ich werde jetzt einfach ignorieren. Was ist das denn? Eine MSG habe ich.
Yay, ich habe eine MSG, finde ich cool. So, außerdem. Ja, komm. Passt. Ist okay. Hier. Abbrechen. Abbrechen. So, jetzt warten. Bombardier 868 X-Ray, Longen approach, cancellation received, squawk 1200, frequency change approved. Danke. Gut. Es sind nur noch 40 Meilen. Ist das denn Ihr Ernst? Ist das die Anzeige? Oh, wir haben schon ganz was geschafft, ne? Also auf jeden Fall schon über die Hälfte. Noch mal ein bisschen runter. Einfach weil ich auf gar keinen Fall da ein Risiko eingehen will, damit ich zu hoch komme. Gut, was wollte ich ansprechen? Wie gesagt, ich kann es nicht garantieren. Ich nehme, wie gesagt, auf, wenn ich Bock habe, nicht jetzt irgendwie, ne, weil ich eine größtmögliche Abonnentenzahl erreichen will. Ich meine, ich habe nur eine sehr kleine Community. Ich meine, das reicht mir auch, ne? Ich brauche keine 20.000 Abonnenten. Ich meine, das kann ich meist gar nicht verstehen, damit man sich mit so einer kleinen Community zufrieden geben kann. Ich meine, es gefällt mir. Ich habe ein paar Leute, die meine Videos schauen. Ich meine, was ist denn der Unterschied? Wenn jetzt 3 Leute die Videos schön finden und sie die sich gut angucken, oder wenn es 5 Millionen Leute gucken und die Videos toll finden und sich angucken. Der Unterschied ist, damit man auf die Abonnenten noch eingehen kann. Ich meine, ja, meinetwegen, das geht noch bis 5.000 oder 10.000, ne? Das wird dann aber schon kritisch. Ich meine, ich bin zufrieden. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ich jetzt irgendwie mehr Abonnenten bekommen würde, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, ich will eigentlich gar nicht so viele. Ich meine, Millionen Abonnenten wäre mir viel zu viel. Das gebe ich ganz offen zu. Das wäre für mich viel zu gebunden. Weil, ihr seht's, ich packe das einfach nicht, das alles einzuhalten. Ich kann alleine, dass ich ein bisschen faul bin und irgendwie manchmal keinen Bock habe, aber ist eben so, ne? Gut. Was ist das denn? Okay. Einfach nicht wundern. Okay, alles gut. Stuhl, sei leise. Böser Stuhl. Gut. Ich werde es mal dauerhaft hier offen lassen. Hammelburg, was ist das denn? Alter Mann, bester Name. Hammelburg. Bester. Okay. Gut. Dann Thema Nummer 2. Ich glaube, das hat vorhin auch schon gesprochen. Und zwar, ach ja, genau, das ist das Thema, das ich vergessen habe. Bin ich gut. Wie sieht das aus? Soll ich, also ich hab mir ja vorhin gedacht, ne? Ich mache jetzt nicht mehr so Flugzeuglader, was ich sowieso nicht so viel mache. Ja, dafür aber irgendein anderes Projekt. Aber wie sieht das aus? Wollt ihr das oder wollt ihr lieber Flugzeuglader spielen? Jo, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sonst machen sollte. Also mir wird bestimmt was einfallen, ne? Ich habe zurzeit eigentlich genug Spiele auf dem Rechner, aber vielleicht würde es euch dann nicht gefallen. Ich meine. Ich meine, jetzt habe ich ja noch schön meine 3 bis 5 Zuschauer, die das alle gut angucken, ne? Denen die Videos gefallen und so. Was, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Sim3LP mache, ne? Nehmen wir mal an, ich mache ein Sim3LP. Da weiß ich nicht, ob, ich diese kleine Community überhaupt behalten kann. Und ja, also, die kleine Community will ich schon behalten, das ist klar. Das dürfte auch logisch sein, dass ich nicht noch eine kleinere will, aber, ne? Ist klar. So, ich würde jetzt echt gerne EDDF anfunken dürfen. Bitte. So bin ich heute nicht. Liste der nächsten Flughafen. Ah, da war's. Frankfurt Main. Eine Luftraumübergabe. Approach, Bombardier Juliet, Alpha 068 X-Ray, this type Bombardier Learjet, 8 miles east. So, wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Sollte noch etwas auf das Simulatoren-Spiel sein. Eurotag möchte ich nicht so schnell wieder anfangen. Das kommt wieder, wenn ich mein Lenkrad habe. An Weihnachten. Das dauert noch ein bisschen.
drei Monate. Radar Contact 6 miles. Ja, 3 Monate. Echo Delta Foxtrot Charlie 6100 clear through the Charlie airspace. Okay, dann müssen wir warten, bis ich einen Anflug bekomme. Dann sagt ihr mir, wo ich hin muss, und ich fliege da lang. So, wie gesagt, einfach reinschauen, und es sollte schon auf die Simulatoren-Schiene sein. Also ich werde da jetzt um... Ei! Hm? Achso, okay, das ist was anderes. Okay. So, ich hoffe, das gelabert wird da. Nee. Probieren wir nicht. So. Also es sollte schon auf der Simulatoren-Schiene sein. Gibt es kein COD oder so, was ich, ja, was ich im Grenzbereich sehe, ist Arma 3. Jo, ne, wie vorhin angesprochen, Sims 3 ist auch noch auf dem Grenzbereich. Ja, alles, was noch ein bisschen was von der Simulation hat. Ich meine, das sind jetzt alles keine richtigen Simulationen mehr. Arma 3 leider auch nicht mehr, so wie Arma 2. Es ist noch eine, aber nicht mehr so gut. Also, doch, es ist geil, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, wir gucken uns das Alpha Airpflanz. Okay, das ist die Scheiße da. Schon wieder vergessen. Yay. Ach ja, wir. Haben wir schon. So, jetzt müssen wir nur warten, bis wir den Landanflug ja, bestellen dürfen, sag ich mal. So, was geht denn noch auf der Simulatoren-Schiene? Also diese ganz normalen Twitch-Shooter wie Battlefield, COD oder Dead Space. Geht alles nicht, das passt nicht mehr ins Schema. Ich habe euch gesagt, ich mache einen Wechsel. Wenn es nicht gefällt, der kann jetzt meinetwegen sich verpissen, ne? Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja. Ja, null Fuß, yay! Spinnst du rein? Ich glaube, ich nehme das alles ein bisschen zu nah. Ja, okay, wird schon passen. Habe ich jetzt eigentlich hier Frankfurt Main? Kontrollturm. Vollständige Landung nach vorne. So, lass mich kurz überlegen, welche Spiele noch in das Schema fallen. Und was ich auch machen könnte, ist der Simulator. Jo, einmal reinschauen, ob ihr Bock drauf hättet. Right downwind, runway 7, right, Bombardier 868 X-ray. Frankfurt Tower, Bombardier Juliet, Alpha 068 X-ray. Oh, bin ich tief. Directions to the airport. Bombardier 68 X-ray. Airport is 12 o'clock, 14 miles. Okay, was ich hier machen kann. Frankfurt Airport Airport. Konfrontationen. Also, so, da wäre es in Troy. Ah ne, mit Troy sind wir 21 Mal. Lager im Himmel, einige Wolken auf 5400, dann machen wir 14. Dorf und. Wird passen, ne? Frankfurt Tower, Bombardier Juliet, Alpha 068 X-ray, is unfamiliar with the area. Ich hätte jetzt gerne Sichtkontakt. Bombardier da ist er. 68 X-ray, airport is 12 o'clock, 10 miles. Und wir kommen so richtig schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Das könnte jetzt eine richtige Scheißlandung werden. So. Ich dachte eigentlich, man kann das irgendwie anfordern, damit ich eins haben, wo man hinfliegen muss. Ja, keine Ahnung. Ich bin doch noch so weit entfernt, Alter. Da habe ich jetzt mich echt ein bisschen verschätzt. So, wir sind 14 Meilen anscheinend doch nicht. Also ist krass viel, aber. Ja, okay, so krass viel jetzt auch nicht. Mittelfiel. So, jetzt sind wir uns alle einig. Jetzt eine scharfe Linkskurve machen. Nicht wundern. Bitte nicht wundern, wenn ich jetzt gleich eine scharfe Linkskurve mache, weil ich ein unfähiger Pilot bin und blöd angeflogen bin. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Freuen uns auf weitere. Ein weiterer Zug bei.
Flugzeug. Ich habe gesagt, ich darf es landen, also lande ich jetzt. So. I don't can nehmen einen Kompromiss in Kauf. Komm, ich scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich mich drin da. Ach du Scheiße. Oh Gott, das wird eine richtige Kacklandung. Ich glaube, ich muss nochmal durchstarten. Pull up. Jo. Don't sink. Frankfurt Tower, don't sink. Bombardier 68 X-ray, cancel landing intention. Bombardier 68 X-ray, your cancellation is received. So. Orbit 1829er, you are 28 miles southwest, turn right, heading 040, descend and maintain 4000, clear ILS, runway 7, right, approach, maintain 4000 until established on the localizer. Contact Frankfurt das Tower, jetzt etwas 1829er. Verkack. Turn right, heading 040, descend and maintain 4000, clear ILS, runway 7, right, approach, maintain 4000 until established. Tower on 119.9. Da, 14000. Okay, das ist gar nicht gut gelaufen. Ich werde es einfach nochmal neu anfliegen und dann passt das. Jetzt einfach nochmal Kreis fliegen. Hoffentlich kommen uns die Boeing davon nicht im Weg, vorne links, wer es nicht sieht. Gut. Diesmal werden wir auch Taxi anfordern, also Weg zum Parkplatz. Das nennt man doch so, oder? Ich glaube schon. So, ich weiß noch nicht, wann ich drehen kann. Wir sehen jetzt schon ein bisschen nach rechts, damit ich dann mehr Platz für eine Linkskurve habe. Also für so eine richtig scharfe. Ich denkt, die wird so scharf, dass es mir den Strömungsabriss reinhaut. Das sollte ich aber noch verhindern können. Ich gehe einfach nochmal vollen Schub und dann soll das passen. Ich werde mal kurz außen gucken. Oh nein. Bitte nicht. Bitte Flugsimulator, sei nett. Jo, das sieht doch schwer nach einem Abschluss aus. Jo, der Flugsimulator ist natürlich wieder abgestürzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir werden nächstes Mal in Frankfurt weitermachen, weil ich habe einfach keine Geduld mehr auf Frankfurt draufliegen jetzt. 2 Versuche werden hoffentlich reichen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann.